Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen mal ein bisschen über das Thema LNG erzählen, vor allen Dingen, wie sich das so mit dem Umrechnungsfaktor von LNG zu Erdgas verhält und wie viel LNG wir möglicherweise brauchen würden, um die 55% unserer Erdgasmengen, die wir aus Russland bezogen haben, ersetzen zu können. Ja, mein Name ist Robert Jungnischke. Ich bin der Inhaber des Beratungs- und Sachverständigenbüros für Energiemangellagen und Blackout-Vorsorge. In der Funktion berate ich kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Privathaushalte, wie sie sich auf die aktuelle Energielage einstellen können, wie sie sich auf Strommangellagen, Stromrationierungen und möglicherweise einen Blackout einstellen müssen und wie man sich so vorbereiten kann, dass man diese Ereignisse möglichst schadlos übersteht. Aber heute ist unser Thema LNG und dazu habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet und da geht es jetzt auch gleich los. Ja, LNG und Nebelkerzen und kein Ende habe ich es überschrieben, weil ja genauso wie es mit den Gasspeicherständen permanent mit Nebelkerzen durch die Politik gehandelt wurde, also man uns getäuscht hat, indem man gesagt hat, diese Gasspeicher, die sind ja für uns und diese Gasspeicher, die können wir nutzen, um eben Erdgas in diesem Winter zu kompensieren, was wir aus Russland nicht bekommen, bis dann rauskam, dass die Bundesregierung diese Erdgasspeicher gar nicht besitzt, sondern dass das privatwirtschaftliche Unternehmen sind und die mit ihrem Erdgas machen können, was sie wollen. Wir also de facto gar nicht wissen, ob das hier in Deutschland dann verkauft wird oder vielleicht sogar nach Frankreich. Mit dem LNG verhält es sich leider nicht viel anders. Auch hier werden wieder Nebelkerzen gezündet, um die Wahrheit zu verschleiern und der Bevölkerung und den Unternehmen eine Sicherheit vorzugaukeln, die es leider überhaupt nicht gibt. Ja, unser Bundeskanzler war jetzt in Saudi-Arabien und hat dort eine Vereinbarung unterzeichnet für LNG. Man muss auch gleich dazu sagen, damit er LNG bekommen hat, musste er das Waffenembargo gegen Saudi-Arabien aufheben. Und die Saudis, die erwiesenermaßen ja, wo die Scharia gilt, also wo die Todesstrafe noch gilt, wo Köpfe abgeschlagen, wo es Massenhinrichtungen gibt, wo Frauen gesteinigt werden. In dieses Land liefert die deutsche Bundesregierung jetzt wieder Waffen, damit wir einen Tanker voll LNG bekommen. Ja, hier steht es nochmal schwarz auf weiß. Wir bekommen also einen Tanker bis zum Ende des Jahres mit 137.000 Kubikmeter Flüssiggas. Und es wurde ein Memorandum über eine mehrjährige Lieferung ab 2023 unterzeichnet. Aber egal, wo man hinschaut, in welche Pressemeldung, es steht da nirgendwo was von irgendeiner Menge. Und das macht ja schon wieder ein bisschen misstrauisch. Na, aber über wie viel LNG und vor allen Dingen zu welchem Preis wir das bekommen, das steht auch in den Sternen. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, hieß, dass LNG dreimal so teuer sei wie Erdgas. Ja, die Energielücke ist da. Ich habe es schon in anderen Videos gesagt, aber weil es so dramatisch ist, hier nochmal die Zahlen. 27% unserer gesamten Primärenergie, also der Energie, die wir in Deutschland benötigen, kommt aus Erdgas. So, und von diesen 27% hat Russland uns 55% geliefert und die sind de facto weg. Und wir haben momentan niemanden und wir werden auch im nächsten Jahr niemanden haben, der uns diese große Menge liefern kann. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen untermauern. Hier sieht man von Statista, wie viel Erdgas Europa in 2020 importiert hat. Man sieht, hier sind 167,7 Kubikmeter. Und das ist auch wichtig, weil eben nicht nur Deutschland hat ein Problem mit Erdgas, sondern ganz Europa. Das bedeutet aber auch, ganz Europa versucht auf dem Weltmarkt Erdgas oder LNG zu bekommen. Das heißt, die Franzosen, die Österreicher, die Niederländer, alle konkurrieren mit uns um das freie Gas, ob es Erdgas ist oder ob es LNG ist, was es auf dem Weltmarkt gibt. Und das ist ein Fakt, das muss man berücksichtigen. So, und von diesen 167,7 Milliarden Kubikmetern haben wir 56,3 bekommen. Und die Zahlen sind auch 2021 und 2022 vom Bedarf her ähnlich. Da hat sich nichts großartig verändert.
Ja, jetzt bekommen wir aus Saudi-Arabien genau einen Tanker LNG mit 137 Kubikmetern. Was bedeutet das denn jetzt genau? Und das ist eine Sache, da muss man einfach mal hingucken. 137.000 Kubikmeter LNG bedeuten 82.200.000 Kubikmeter Erdgas. Der Umrechnungsfaktor ist mal 600 ungefähr. So, wir haben 2020 56 Milliarden und 300 Millionen Kubikmeter Erdgas importiert. Und jetzt braucht man nur noch kurz zu rechnen. Und dann kommt man darauf, dass wir 685 Tanklieferungen bräuchten, um die Lücke, die wir dadurch haben, dass die Lieferungen aus Russland entfallen, zu kompensieren. Also 685 Tankerlieferungen. So, und man muss jetzt auch ja nochmal dazu sagen, das heißt, das sind Lieferungen, die wir zusätzlich brauchen zu den Tanklieferungen, die andere Länder bekommen. Das heißt, wir bräuchten nicht nur diese Lieferungen, sondern wir brauchen auch eine adäquate Anzahl von Tankern, die uns dieses Gas liefern können. Das heißt, erstmal müssten die Tanker gebaut werden. Das dauert ungefähr ein Jahr, wenn denn ein Investor bereit wäre. Wobei so viele wird man wahrscheinlich gar nicht in einem Jahr bauen können. Und dann müssten auch noch die Mengen an freiem LNG verfügbar sein. Und dann nochmal, ganz Europa konkurriert um das freie LNG. Also man kann sagen, das Ganze ist utopisch und dieser eine Tanker aus Saudi-Arabien, der noch dazu die Bedingung hatte, dass wir dorthin Waffen liefern und das Waffenembargo aufgehoben wird, der bringt rein gar nichts. Das ist wieder für die Galerie, das ist wie gesagt eine Nebelkerze. Ja, Goodbye Deutschland, habe ich mal geschrieben. In den Medien gibt es mittlerweile ja doch eine Menge an Stellungnahmen von Fachleuten, wie es hier weitergeht. Ich möchte eine zitieren: Der Zugang zu günstiger Energie zählte jahrelang zu den wichtigsten Triebkräften des Erfolgsmodells Made in Germany. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zunächst die heimische Kohle, dann schmierte billiges Erdöl den deutschen Konjunkturmotor. Zuletzt war es das preiswerte russische Gas. Geht es nach einer aktuellen Studie von Deutsche Bank Research, steht dieses Modell auf der Kippe. Schon in seinem Ausblick im Juli dieses Jahres argumentierten die Ökonomen, dass sich die aktuelle Gaskrise als struktureller Gamechanger für den Industriestandort Deutschland und das deutsche exportorientierte Geschäftsmodell erweisen könnte. Ich würde den Konjunktiv weglassen. Es wird sich genau als das erweisen. Wenn wir in 10 Jahren auf die derzeitige Energiekrise zurückblicken, könnten wir diese Zeit als Ausgangspunkt für eine beschleunigte Deindustrialisierung in Deutschland betrachten, legt Studienautor Erik Heimann jetzt nach. Ja, leider ist dem nicht allzu viel hinzuzufügen, außer dass es hier nicht mehr im Konjunktiv zu sein hat, sondern aus den Gründen, die ich auch schon oft genannt habe. Wir haben eine Energiekrise und wir haben diese Energiekrise für mindestens 10 Jahre, weil unser Kraftwerkspark ist runtergewirtschaftet. Wir haben keine eigene Erdgasförderung. Wir haben die heimische Kohleförderung massivst runtergefahren. Uns fehlen aber auch die Kohlekraftwerke, um uns komplett wieder mit Kohle zu versorgen. Und all diese Dinge brauchen ungefähr 10 Jahre, um repariert zu werden, wenn man denn eine Wende von der Energiewendepolitik machen würde. Ja, die Frage ist, wird das Szenario der Deindustrialisierung Realität? Wird dies gerade Deutschland besonders hart treffen, da die Industrie hierzulande eine größere Rolle als in den meisten anderen Ländern spielt? Ja, weil wir waren das höchst industrialisierte Land in Europa. Wir haben am meisten Industrie, wir haben die größten Ballungszentren. Wir sind ja auch ein relativ kleines Land in Europa, verglichen zum Beispiel mit eben Frankreich. Eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung zufolge trägt dieser Sektor wesentlich zur gesamtwirtschaftlichen Produktion und Wertschöpfungsleistung bei. Ihr Produktionswert lag sei zwischen 1991 und 2020 um 81% gestiegen. 2020 waren demnach mehr als 10 Millionen Menschen in diesem Bereich beschäftigt. Und ich möchte gleich noch nachlegen, und das ist vorbei. Wir werden eine massive Insolvenzwelle bekommen, weil bei den jetzigen Energiepreisen werden viele Unternehmen nicht mehr weiter existieren können. Und das hat mehrere Gründe.
Der eine ist, die günstige Energie war das Fundament. Also, ne, jeder, der ein Haus baut, weiß, was ein Fundament ist. Das ist das, was das Haus nachher hält. Und die günstige Energieversorgung und vor allen Dingen die günstige und zuverlässige Energieversorgung war das Fundament unserer Wirtschaft. Das war das Fundament unserer Arbeitsplätze. Und dieses Fundament ist schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden. Klar, die Leute werden jetzt wieder sagen, der spinnt, der erzählt ja Blödsinn, weil Steckdose kommt immer noch der Strom raus. Ja, aber die ersten Industrien sind schon abgewandert und weitere werden folgen, weil mit den Energiekosten ist eine wettbewerbsfähige Produktion in diesem Lande nicht mehr machbar. Und jeder kann das überprüfen. Die großen Konzerne investieren in Deutschland schon gar nicht mehr. Und im Sommer haben viele Aluminiumhütten zugemacht. Auch die großen Chemiekonzerne investieren hier nicht mehr, weil es gibt hier keine günstige Energie und vor allen Dingen, es gibt keine Planbarkeit. Denn günstige Energie mit einem stabilen System, mit einer stabilen Versorgung, das schafft Planbarkeit. Und wenn die Industrie was braucht, dann ist es Planbarkeit. Und die ist in Deutschland nicht mehr gegeben. Und das ist leider vorbei. Ja, dieser Ausblick ist nicht erfreulich, aber es ändert einfach nichts an der Tatsache, wir haben die Situation, die wir jetzt haben. Und ich möchte auch nochmal den Beweis antreten, wie brenzlig die Situation ist. Ich habe gerade eben die letzten Redispatch-Zahlen mir aus der Tabelle geholt. Wir sind Stand heute bei 10.181 Eingriffen und jeder, der diese Kurve sieht, sieht, wie sich das entwickelt hat. Ja, Sie sehen hier auch anhand der Redispatch-Zahlen, wie dramatisch die Situation ist. Wir hatten im letzten Jahr 8.635 Eingriffe und sind Stand heute bei 10.181. Das alleine dokumentiert schon, wie schwierig es geworden ist, unser Stromnetz zu managen, also am Leben zu halten. Und das eben kombiniert, also dieses unsichere Stromnetz, was kurz vor dem Zusammenbruch ist, plus die Tatsache, dass wir eine Gaslücke, also eine Energielücke haben, die wir auf die nächsten Jahre nicht schließen können, plus die Tatsache, dass wir weiter steigende Energiekosten haben, auch wenn die Politik jetzt mit irgendwelchen Deckelungen kommt, am Ende des Tages, wer zahlt alles das, was der Staat ausgibt? Es ist der Steuerzahler und vor allem der Klein- und Mittelstand. Also brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Irgendwann holt uns das Ganze ein und am Ende des Tages zahlen wir es doch. Die großen Konzerne, die zahlen hier keine Steuern, die gehen in die Steueroasen, aber der Klein- und Mittelstand und die Privathaushalte, die zahlen die Zeche für alles das, was hier gerade abläuft. Insofern müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass wir definitiv auf Jahre Probleme haben werden. Und deswegen muss ich es auch noch mal ganz deutlich sagen, wer jetzt nicht vorsorgt, der wird es nicht schaffen, der wird es im Privathaushalt nicht schaffen, der wird, wenn es zu Stromrationierungen, zu Abschaltungen und möglicherweise zu einem Blackout kommt, massive Probleme bekommen, weil der Staat, auf den kann man sich nicht verlassen, der hat selbst nicht vorgesorgt und für die Unternehmen wird es ja dramatisch werden. Also wer nicht vorsorgt, wer sich nicht auf diese Strommangellagen und einen möglichen Blackout einstellt, der kann danach seine Firma zumachen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wird auch Firmen geben und es hat auch schon Firmen gegeben, die ich beraten habe, die einfach erkennen mussten, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig ist und dass es einfach Sinn macht, dieses Geschäftsmodell zu beenden. Ein totes Pferd weiterzureiten, macht nun mal keinen Sinn. Und es ist halt so, ich weiß wohl, dass es immer, dass man es nicht machen mag, dass man nicht sich den Realitäten stellen mag. Aber Unternehmer haben gelernt, sich auf neue Bedingungen einzustellen. Und deswegen möchte ich auch an Sie als kleine und mittelständische Unternehmer appellieren, betrachten Sie diese Krise als eine Chance. Es konnte so nicht weitergehen, wie es ungefähr seit 2020, seit Beginn der Corona-Krise begann, mit diesem schleichenden Niedergang und mit dem Pseudo-Aufschwung mit billigem Geld, aber ohne ein vernünftiges Fundament. Es muss eine Marktbereinigung geben, es muss auch eine Bereinigung der Energiepolitik geben und es muss einfach eine Bereinigung des Marktes geben. Alles das, was nicht mehr wettbewerbsfähig ist, muss weg, weil es schafft dann auch wieder Platz für Neues. Und jeder Unternehmer hat die Chance, was Neues zu machen. Und vor allen Dingen haben Sie, wenn Sie vorsorgen,
wirklich große Chancen, denn die Mehrheit der Unternehmen, an denen geht das alles, was ich hier sage, noch immer völlig spurlos vorüber. Die meisten bekommen es gar nicht mit. Warum, bleibt mir ein Rätsel. Aber das ist die Chance für die, die sich jetzt vorbereiten. Die können sich darauf einstellen und können dann die Lücken füllen, die die anderen reißen, weil sie nach einem Blackout insolvent sind. Ja, das war es schon zu diesem kleinen Thema, im Wesentlichen LNG und Nebelkerzen. Ich möchte Sie wieder bitten, dieses Video mit möglichst vielen Menschen zu teilen, damit möglichst viele Menschen informiert werden, sich eine eigene Meinung bilden können und dann auch entsprechend danach handeln können. Bitte geben Sie mir auch einen Daumen nach oben, abonnieren Sie meinen Kanal und ich werde auch in dieser Videobeschreibung wieder meine Google-Bewertungslink reinmachen. Ich brauche mehr Bewertungen, weil jede Rezension gibt mir mehr Glaubwürdigkeit. Und es gibt immer noch so viele Menschen, die sagen, was der Jung nicht erzählt, ist Blödsinn, weil in der Tagesschau wird ja was ganz anderes erzählt. Und deswegen bereiten sich sehr viele Menschen nicht vor. Und wer sich nicht vorbereitet, der wird möglicherweise die Blackout-Krise, wenn sie denn kommt, nicht überleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass immer mehr Menschen sich informieren, sich ein eigenes Bild machen können und dann hoffentlich auch vorbereiten. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnischke.